Tesla. Yeah, hit it lick, make a band. Yeah, that's what I'm all about. I ain't trust a middleman, had to cash it all out. Hey, gangsta, had to let the dogs out. Strapped in, blast off, yeah, I'm finna ball out. Hallo, liebe. Was ist das denn? Was ist das für die Mode? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Hack auf Rolex. Hier geht es heute schon wieder los. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch. Und wenn ihr abonnieren wollt, hey, das wäre noch viel lieber von euch. Was ist das für die Mode? Warum habe ich das aus Versehen ausgewählt? Was zum Teufel? Auf jeden Fall. So, Leute, erstmal vielen lieben Dank für den ganzen Support. Wieder fast 500 Likes. Geht wieder so in die Richtung, Leute. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Würde mich sehr freuen, wenn wir die wieder knacken. Und dann wollte ich noch ganz kurz was sagen. Nämlich fehlen mir, glaube ich, noch 10 Abos zu 13.500, wenn ich mich irre. Also wäre ganz lieb, wenn sich da noch welche finden, die abonnieren wollen, vielleicht, möglicherweise. Dann muss ich noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Nämlich habe ich gerade ein Video auf dem Zweitkanal hochgeladen. Und das war von meinem Livestream, wo wir unsere Base verloren haben. Und ich dachte, die müsst ihr unbedingt sehen. Also falls ihr mit dem Video hier durch sein solltet, wäre es ganz lieb, wenn ihr dran denkt und da einmal reinguckt. Das war nämlich, glaube ich, mit der lustigste Livestream, der überhaupt jemals passiert ist. Weil da wurde meine ganze Base hochgesprengt und das war einfach, ja, es war herrlich. Es war wirklich herrlich. Wir haben heute einiges vor. Ich habe heute im Stream Lavasteine gesucht. Ich habe 4 dabei. Ich glaube, wir haben sogar noch 10 oder sowas hier im Lager. Von daher können wir heute uns einen Prime Griffin machen, hoffe ich zumindest, denn wir haben 8 im Lager. Auf jeden Fall mehr als genug, um die Entwicklung zu machen. Wir müssen nur noch 2 Apex Griffins zähmen und die paaren lassen, damit wir daraus ein Ei bekommen. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Soweit ich mich nicht irre, hoffe ich zumindest. So, wir gucken mal einmal ganz fix. Wo ist das Buch? Da ist das Buch. Wir gucken einmal nochmal fix rein. Außerdem habe ich noch was. Ich muss heute viel zu viel labern. Tut mir furchtbar leid, aber das muss ich euch gleich auch noch fix erklären. Ich glaube, da freut ihr euch aber drüber. Das ist nämlich was Positives. Griffin. Da. Griffin Prime. Da brauchen wir 10 Lavasteine, Phoenix Head haben wir, Griffin Talent haben wir, die haben wir gestern bekommen, wir brauchen nur noch das Ei, ja, den Rest haben wir. Dann wollte ich die Drohnen, die ich die ganze Zeit bekomme, weil ich bekomme eine Drohne nach der anderen und wir haben hier auch überall Drohnen rumstehen, ich hoffe, die verhungern nicht oder sowas, wollte ich nach Zuschauern benennen. Also wenn ihr eine Drohne in meiner Base sein wollt, weil die sind relativ sicher hier, dann schreibt einen Namen in die Kommentare und ich suche mir welche aus und dann seid ihr eine von diesen wundervollen Drohnen, die so eine kleine Knarre unten drunter haben. Und, oder auch nicht, was ist das da unten drunter, der hat nicht mal eine Knarre unten drunter. Ja, auf jeden Fall suche ich mir welche aus. Das wollte ich auch kurz gesagt haben. Ich habe nämlich so viele Drohnen, dass ich nicht mehr weiß, was ich damit machen soll. Und da dachte ich, benennen wäre vielleicht eine ganz süße Sache. Da freuen sich ein paar Leute drüber. Tatsächlich muss ich euch vorher noch 2 Sachen zeigen. Nämlich, guckt euch diese wundervollen Statuen an. Wir waren vorhin auf dem Server und haben solche Statuen von uns selber gemacht. Und ich dachte, die muss ich euch noch kurz zeigen. Sind die nicht einfach wundervoll? Den kann man Rüstung anziehen. Aber ich dachte, so nackte Statuen sind einfach noch ein bisschen besonderer. Guckt euch das an. Was sind das für Oberschenkel? Warum fliegt der so komisch? Auf jeden Fall, ja, das fand ich kurz großartig. Ich dachte, das muss ich doch kurz zeigen. Und wie ich das Herz zeige, ist auch einfach wundervoll. Außerdem haben wir einen Riesenpiller hingebaut und da oben ist eine Kanone oben drauf. Das kann ich euch nur kurz zeigen, aber ich kann mich nicht selber rausschießen. Weil dafür brauchen wir eine 2. Person. Das haben wir im Stream gemacht. Vielleicht kann ich das kurz einblenden. Warte, warte, warte. Wo ist es? Zack, da. Da porten wir einmal fix hoch. Da ist so eine Kanone und damit habe ich mich in die Dings reingeschossen, in die Schlucht. Guckt euch das an, da ist die Schlucht, hier ist die Kanone, so liegt man da vorne drin. Und da kann man Leute verschießen, das ist super, super sick, aber ich kann mich halt nicht selber verschießen. Da brauche ich jemanden, der drückt. Schade. Okay. Feuer! Okay. Das sieht schon besser aus. Oh nein, ich glaube, ich hau genau auf die Kante. Ich hau genau auf die Kante, das kann nicht sein, oder? Oh nein! Oh, wie knapp! Oh mein Gott, der perfekte! Oh, das war der perfekte, Leute, das war der perfekte. Okay, Leute, der erste Griffin wurde gefunden. Das Ding ist, das hier ist, glaube ich, die schlimmste Gegend, wo man überhaupt sein kann. Das ist so schlimm hier. Von daher habe ich auch außerhalb geparkt und habe schon... Ha, da, nein, 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 flieg weg, ich habe dich fast ausgelockt. Ja, 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 ich würde auf jeden Fall abhauen. Mhm, gute Idee, Griffin. Griffin, das ist kein Griffin, das ist ein Angetar, das sage ich doch. Kommst du nochmal wieder? Ja, okay, ja, dann lege ich dich halt hin. Ich meine, der sieht ganz hübsch aus. Man könnte ihn theoretisch mitnehmen. Bitte sei nicht auch noch Akku auf mich. Bruder. Der ist gar nicht mal so langsam. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ja, genau deshalb bin ich zu Fuß unterwegs. Und ich mit dem Dino hier. Weil ihr kennt mein Glück. Und hier sind ganz schön viele, viele böse Sachen. Also so richtig, richtig böse Sachen. Von daher hoffe ich, dass wir den Griffin irgendwie so zähmen können zu Fuß. Habe ich überhaupt Sedatives dabei? Mein Inventar ist so voll gemüllt, dass ich gar nicht weiß. Oh mein Gott, habe ich nicht. Ich bin ja wieder vorbereitet. Das ist ja unglaublich. Das ist, glaube ich, der Griffin, by the way. Ja, das ist er. Ja. Ich brauche E-Sedatives. Ich gehe nochmal nach Hause und dann versuchen wir es nochmal neu. Wenn du einen neuen Griffin-Käfig bauen willst und das dabei rauskommt. Ich habe viel
sind so wenig Scenics dabei. Meine Pillar sind so heftig verschieden lang, dass ich das nie vernünftig zubekomme, wahrscheinlich. Und ich weiß immer, ich habe auch ein Tor dabei, aber das. Oh nein, lass einfach nicht drüber reden. Lass uns bitte über diese Konstruktion einfach nicht reden. Obwohl, das Tor passt da so halbwegs rein. Kommt der da an der Seite raus und kriegt den da unten rein? Das hat sich komisch angehört, aber ihr wisst, was ich meine. Warum fliegt der da einfach drum? Das gefällt mir nicht so. Weil ich bin mit dem Peter Nolan hier übrigens. Da ist der Griffin. Ich glaube, ich hole lieber nochmal Ceilings. Also, wenn irgendjemand sagt, dass das nicht der schönste Griffin-Fangkäfig ist, den ihr jemals gesehen habt, dann lügt ihr einfach nur. Was habe ich hier denn getan? Oh nein. Ich weiß nicht, ob der Griffin, der Peter Nolan irgendwas aushält. Das sehen wir gleich. Der hat einen guten Seil drauf zumindest. Hey, na Griffin, ja, du bist zumindest Akku. Mach nicht deinen komischen Winddunstschlag da, das wäre ganz lieb. Und jetzt, der passt nicht mal durchs Tor, oder? Der passt nicht mal niemals. Au. Ey, komm mit hier durch. Aua, okay, du warst doch da hinten ganz, weil du deinen komischen Schlag noch gemacht hast. Ja, wir können über alles reden. Du passt niemals durchs Tor, du bist so fett. Holy shit, bist du fett. Spontane, hoffentlich bessere Idee. Auf den Raptor sitzen und schießen. Weil Locken klappt nicht so gut bei dem. Der denkt sich immer stehen bleiben und Wind machen. Nein, kein Wind machen. Komm hierher. Renn lieber meinem Raptor hinterher. Meinem großartigen. Oh mein Gott. Okay. Ey, ja, das könnte klappen. Leute, mein Plan, ne? Meine Pläne sind so gut. Zum Glück habe ich einen Käfig gebaut. Der hat sich richtig gelohnt. Aber absolut. Ja, bleib so stehen. Und du machst mir eh kaum Schaden. Ich sehe dich zwar auch nicht, aber es klappt. Okay, so viel zu mega chillig. Oh, ich glaube, er hat wieder Bock vielleicht. Ja, Leute, das ist jetzt ein schwieriger Hase. Irgendwas in der Nähe, was mich angreifen könnte. Diese komische Drohne, aber ich hoffe, die greift mich einfach nur mal nicht an und ist einfach nett. Sedative, da, zack, zack, zack. Filet, zack, zack, zack. Und eigentlich müsste er easy zähmen, oder? Das ist unser erster Griffin da. Oh mein Gott, zum Glück. Hier ist auf jeden Fall nichts. Großartig. Oh mein Gott. Ich bin froh. Erster Griffin ist da. Zweiten hole ich ohne euch zusammen. Und dann machen wir gleich ein Ei, hoffentlich. Und dann können wir unseren großartigen Griffin machen. Hoffentlich ist der gut, ey. Wenn nicht, die ganze Mühe umsonst, dann würde ich weinen. So, zweiter Griffin ist im Haus. Da habe ich gerade schon das Geschlecht geändert. Ich habe den da wieder eingepackt, weil ich euch den unbedingt selber zeigen wollte, wenn der jetzt rausgeworfen wird. Weil der sieht ziemlich, ziemlich schnieke aus. So, zack. Das ist der erste. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Sieht der nicht nice aus? Ich finde, der sieht über nice aus. So, und bei dem hier habe ich das Geschlecht geändert. Der sieht halt auch nicht schlecht aus. Aber ich finde den anderen cooler. Den anderen finde ich viel cooler. Und ich hoffe, dass man die jetzt einfach paaren kann. Ja, anscheinend schon. Wow, dass man Griffins paaren kann. Damit hätte ich irgendwie nie gerechnet. Aber das ist gut. Dann kriegen wir unser Ei. Und dann kann es hoffentlich gleich weitergehen. Ich weiß noch nicht, muss ich den nicht in irgendein Inventar packen oder so? Da stand irgendwas bei. Ich glaube, Prime Agentavis oder so. Oh, dann müssen wir nochmal ein Agentavis durchentwickeln. Das habe ich ganz vercheckt. Verdammt! Okay, dann machen wir das wahrscheinlich gleich noch. Oder habe ich noch einen? Nicht klar. Oh, vielleicht habe ich sogar noch einen. Ja, natürlich habe ich doch einen. Wie nice! Ich dachte, der ist draufgegangen damals bei der Base, bei dem Video, was ich heute hochgeladen habe auf dem Zweikanal. Ich dachte, das wäre dabei passiert. Aber tatsächlich haben wir den noch. Und das ist einer der wenigen Überlebenden von damals. Großartig. Dann wird der jetzt zu unserem hoffentlich Super Griffin. Ich meine, dass das... Ah, hey, na, Peter Dorn, bist du öfter hier? So. Da ist er. Und ich glaube, das muss alles da rein. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, sollte es jetzt losgehen können, theoretisch, Inventar, wir legen rein das Apex Griffin Egg und Talon da. Fertilized Apex Griffin Egg, Prime Talon, dann Phoenix Kopf, den haben wir auch am Start und dann 10 Lavasteine. Da. Und 2 Stück möchte ich gerne zurückhaben und dann setze ich mich drauf und muss X drücken. Und es hat geklappt. Wir haben Griffin Prime Summoning Artefakt. Oh mein Gott. Das hat wirklich geklappt. Mein Inventar ist so heftig unaufgeräumt. Es tut mir leid, Leute. Ist das nicht... Sag mir nicht, das ist der, den wir vorher hatten. Niemals, oder? Bitte sag mir nicht, das ist der, den wir vorher hatten. Weil sonst bin ich ein sehr trauriger Mensch. Weil der war echt gar nicht mal so gut. C-Angriff? Hat er nicht? X-Angriff? X-Angriff ist der, den wir damals hatten. Rechtsklick ist greifen.
Also irgendwie habe ich was gehört, dass wenn man heftig auf den Boden fliegt oder so, hat er auch einen heftigen Angriff. Machen wir das mal. Oh. Oh, ich weiß nicht, ob der andere das auch hatte, weil ich das nie richtig getestet habe. Ich denke nie dran, dass es das ein anderer Angriff sein könnte, wenn man so auf den Boden knallt. Ja, das ist auf jeden Fall das, was der andere auch konnte. Aber 11.000 vom Start ist überkrass. Also überkrass eigentlich. Damit kann man arbeiten. Damit kann man echt arbeiten. Ich hoffe nicht, dass es der ist, den wir vorher hatten. Warum hat er jetzt den Angriff nicht gemacht? Ich wollte noch mal sehen, ob ich noch mal mehr hinbekomme. Und neuer Versuch. Wie bitte was? Muss ich das irgendwas drücken? Ich muss doch nur landen, oder nicht? Wäre ich gerade gescampt? Nee, 11.000. 11.300. Das ist ziemlich gut. Ja, ich gehe den Level. Hoffentlich wird das noch krasser. Ich hoffe, das wird noch krasser. Hat er auf dem Boden irgendwas Cooles? Auf dem Boden kann er gar nichts. Was ist ein Larry? Ist das okay, sich vom Game verarscht zu fühlen? Ich glaube, das ist der, den wir vorher hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ist, den wir vorher hatten. Der hat fast genauso viel Leben. Der hat 60.000 Leben nur. Wer dich? Und der macht ganz okay Schaden. Aber ich glaube, der ist nicht mal höher geworden durch das Level. Habe ich den erwischt? 19.000. Ich meine, der ist direkt hops. Er ist echt direkt hops. Aber, ja, klappt das auch bei Golems? Das ist ein Golem. Das ist ein Rubble Golem. Ist das eine gute Idee, da reinzuballern? Ich habe den guten Seil drauf, also den, den wir vorher drauf hatten, 25.000. YOLO? YOLO oder YOLO? Machen wir 9.000. 9.000 ist gar nicht so schlecht, weil ich meinte, dass das eigentlich ein Prime White ist. Ich meine, der hat einen Stern über dem Kopf. Hier hat der. Oh, der hat aber wenig bekommen. Okay. Der hat echt wenig Schaden bekommen. Das war irgendwas anderes, was viel Schaden bekommen hat. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich zu der ganzen Situation hier sagen soll. Ich habe mir super viel Mühe gegeben, habe heute im Stream Ewigkeiten Lava-Golems gefarmt, um diese Steine zusammenzubekommen. Und ihr seht das Ergebnis. Das Ergebnis ist das hier, dass ich nicht mal ab und zu diesen doofen Angriff hinbekomme. Warum? Mein Gott, nochmal, warum? Ist das auch so ein Rumble-Golem? Warum sind hier überall diese komischen Golems? Ja, es tut weh. Aber ich meine, der Griffin war nicht kacke. Ich bin ganz froh, dass wir ihn jetzt wieder haben, weil das ist eigentlich so das Coolste, was man hier so fliegen kann fast. Außer den Demofolder, den will ich unbedingt wieder haben. Nur ich hatte mehr erwartet. Oh Gott, den Phönix. Mit dem Phönix kann ich mich, glaube ich, nicht mal anlegen. Ich habe noch nicht richtig den X-Angriff hier getestet. Oh, ich treffe auch nicht. Das. Oh doch, ich treffe. Ja, der macht schon Schaden, aber schade. Vielleicht können wir doch ein Prime Wild killen, um vielleicht die Manticore-Entwicklung anzufangen, weil ich glaube, das ist kein Scam. Ich hoffe, dass es kein Scam ist. Von daher, Prime Manticore wäre so mein nächstes Ziel und dann gucken wir mal, welche Bosse wir dafür brauchen. Ich überlege gerade, welcher einfach cooler wäre zu haben. Also wir haben halt schon mal ein Feuer-Manticore gehabt, aber wir haben halt noch kein Feuer-Manticore Prime gehabt. Das wäre die nächste Version. Aber es gibt auch ein Eis-Manticore Prime, was halt auch super, super nice klingt. Dafür bräuchten wir ein Dimorphodon Prime Head, was richtig, richtig easy klingt eigentlich. Weil die Dimorphodons waren nicht so schwierig. Der eine Mega-Dimorphodon war krass, aber ich glaube, so ein Prime-Dimorphodon klingt nicht so schwer. Und Deathworm Prime ist halt übel tödlich. Der hat uns schon mal weggeknechtet und unser ganzen Manticore weggehauen. Von daher, der ist schon schlimm, aber mit unserem Rocket Launcher können wir es vielleicht machen. Beim anderen bräuchten wir eigentlich nur noch den Lava Golem. Ich glaube, King Kong Head und Dire Bear Head haben wir, glaube ich, beides. Ich glaube, wir bräuchten nur den Lava Golem. Aber ich glaube, wir gehen für den Eis. Ich will ja nicht mal ein Eis haben. So, Leute, gerade abgecheckt, wo wir hier sind. Und der Deathworm ist ziemlich in der Nähe von dem Dimorphodon hier. Von daher eigentlich perfekt. Wir können beide so auf einen Schlag machen. Und dann können wir nächste Folge hoffentlich mal einen Manticore von Anfang an durchentwickeln. Wir haben ja auch den normalen Fire-Manticore nicht mehr, der durch tragische Art und Weise. Ist das gut, wenn ich auf den schieße? Oh, schießen will? Ich habe übrigens gelesen, dass wenn ich die Waffe wechsle, also wenn ich schieße und dann die Waffe wechsle, dann geht die Waffe nicht kaputt. Ich hoffe, ich denke dran. Ich schieße einfach mal. YOLO. Und jetzt gehe ich da drauf und dann gucken wir, was passiert. Ist das ein Prime White? Junge, der geht ja fast, der trifft fast genau. Okay, ich hab den langen Darm ist zerfetzt. Das hätte besser laufen können. Ich glaube, ich muss mir mehr von diesen Dog-Sticker machen. Will irgendein Affe mir an den Arsch? Wo bist du, Affe? Ich höre einen Affe, aber sehe keinen. Oh, er flieht. Hä? Was ist mit den Waffen los? Hä? Keine Ahnung. Ja, wir gehen zum Dimorphodon. Ist das ein Prime White? Raptor? Ne, das ist ein Apex, okay. Wie soll ich den treffen, Leute? Ich treffe den ja niemals. So langsam wie die fliegen, das ist ja überschwer. Oh nein, was willst du denn jetzt? Zum Glück habe ich meinen Bogen noch unten drin. Rudi, wir können doch über alles reden. Ey, ihr wollt auch gleich sterben? Ja, hier, da, frisst das. Noch irgendjemand? Du frisst deinen Bruder auf, was tust du? Okay. So, neuer Versuch. Leute, Dimorphodon ist immer noch das Ziel, okay?
Der Drache ist mir gerade nicht so wichtig. Ich schieße einfach mal dahin und guck mal, wie langsam die fliegt. Ich kann da hinten neben herlaufen. Ich habe gerade nicht gewechselt, die ist trotzdem nicht kaputt gegangen. Ich bin verwirrt. What? Leute, ich habe Kilometer vorbeigeschossen. Aber Kilometer vorbeigeschossen. Und das hat den komplett zerpflückt. Ich liebe diese Waffe. Ich liebe sie absolut. Übrigens, apropos die Waffe. Die kriegt man anscheinend nur von Megas und von Titans. Von daher hätte ich die wahrscheinlich eigentlich noch gar nicht gehabt, wenn Raggi die nicht im Inventar gehabt hätte. Oh, schon wieder ein Drohnen-Sammler. Wenn Raggi die nicht im Inventar gehabt hätte. Aber ich habe schon mal einen Mega gekillt. Von daher denke ich mir jetzt so, ich benutze die einfach, weil ich hätte die wahrscheinlich von der Spinne auch bekommen können. Ich hatte einfach nur Unglück. So, das wollte ich nur kurz erklärt haben. Weil Raggi hatte einen im Inventar, weil er wahrscheinlich einen Mega aus dem Himmel geschossen hat, der in Richtung unserer Base geflogen ist. Könnte ich mir vorstellen. So. Ja, Loot ist Grütze, aber richtig Grütze. Aber, wisst ihr, was toll ist? Wir haben den Kopf und jetzt brauchen wir nur noch den Deathwurm. Ihr kennt mich, Leute. Ich bin wieder dieser Mann, der wieder überall zu Fuß unterwegs ist. Oh, Titan über mir, den habe ich nicht mal gesehen. Was zum Teufel? So, hier dürfte irgendwo ein Deathwurm sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Zumindest sind das fast die Koordinaten. Ich hoffe, wir sehen gleich irgendwie einen. Obwohl, hoffe ich das? Ich weiß es noch nicht so ganz. Eigentlich war das hier irgendwo. 75, 72. Vorne ist ein Drache. Das gefällt mir schon mal nicht so. Ich habe hier drumherum so ein paar Megaspinnen gesehen. Hab ihn gefunden. Wie viel Leben hat der? Der hat wenig Leben. Der hat echt wenig Leben. Komm raus. Eins gegen eins. Komm nicht zu nah. Sonst kann ich nicht schießen. Kann ich schießen, wenn er unter der Erde ist? Ich weiß nicht, ob der Schaden kriegt, wenn er unter der Erde ist. Eigentlich nicht, oder? Ich schieße trotzdem. Das hat ziemlich gut geklappt, denke ich. Hey, na, ich bin zurück. Diesmal sogar nackt, weil ich keine Lust hatte, meine Rüstung zu reparieren. Ich bin ehrlich, okay, Leute? Ich bin einfach ehrlich. Ich verliere oft Sachen und irgendwann hat man auch einfach keine Lust mehr, seine Rüstung zu reparieren. So, hier, du kriegst einen Pfeil, aber sowas von, Mr. Skorpion, Sir. Zack, und du auch, zack. Ihr dacht, ihr habt eine Chance? Nein, habt ihr nicht. So, da hinten ist der Deathwurm. Diesmal warten wir, bis er rauskommt. Das kleine Problemchen ist, wenn ich warte, bis er rauskommt, dann schießt er Sachen. Und wenn ich Sachen schieße, wenn er rauskommt, dann bin ich auch tot. Von daher, ich werde jetzt so oder so sterben. Aber wir machen es trotzdem, weil ich brauche diesen Kopf. Kommst du auch irgendwann mal raus? Bro, ich bin tot. Ah, was? Ich bin nicht tot. Also ich bin schon tot. Aber er ist nicht tot. Mein eigentlicher Plan. Hallo, guten Tag. Diesmal habe ich nicht meinen Helm auf. Weil mein Helm ist auch noch kaputt gegangen. Ja, Dinge sind passiert. Lass nicht drüber reden. Diesmal werde ich ihn voll unten dran schießen irgendwo. Ich weiß nicht, wo seine Hitbox ist, aber anscheinend nicht an seinem Kopf. Ich muss schnell schießen, aber weil er schießt auch ziemlich schnell. Das hier ist gerade so ein Cowboy-Duell. Wer als erstes die Waffe zieht, hä? Wer zieht zuerst die Waffe, hä? Da! Ich! Da! Prime Deathwurm Head! Du bist so tot! Und jetzt gehen wir da ganz schnell wieder hin und holen uns unsere Sachen. Wow, das war ja wieder super einfach. Gar kein Problem gewesen. Willst du Stress? Nee, ne? Willst du Stress? Doch, du willst Stress! Nein! Oh mein Gott, der knockt mich ja fast aus! Nee! Oh, nein, ich bin nackt! Ich hab vergessen, dass ich nackt bin! Oh nein! Wir können über alles reden, Mister. Ich will keine Rakete auf dich schießen müssen. Nein, du kriegst einfach Pfeile. Er zu dir zu, es tut mir so leid, ey. Wir hätten Bros sein können, aber du wolltest einfach nicht. Wow, was ist mit meinem Booty los? Ich bin ja richtig eine Big Booty. Was zum Teufel? Hey, der Fum, na, was geht? Was zum Teufel passiert hier gerade? Das war so fies. Okay, ich dachte, ich hole euch einfach wieder, wenn der zweite auch tot ist. Und den habe ich gerade auch gekillt und irgendwo musste die Tasche liegen, weil die Vultures haben die gerade abgebaut. Warum sind die so? Und jetzt gehen die für mich. Nein! Oh Mann, lass mich einfach diese... Oh, okay, die haben den auch abgebaut. Ist da gar nicht... Oh doch, da ist eine Tasche. Ah, warum geht alles schief heute? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann das nicht mehr. Und jetzt kommen wieder die Superprofis in die Kommentare und schreiben, warum hast du dir auch keine Rüstung angezogen? Hättest du die doch gleich reparieren können, dann wärst du nicht gestorben. Tatsächlich wäre ich die ganze Zeit trotzdem gestorben, außer beim Vultures gerade. Da hätte ich wahrscheinlich überlebt, aber das, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich von irgendwas attackiert werde. Irgendwie war es übel chillig hier, außer diese komischen Death. Okay, es war nicht so chillig. Ich gebe es zu, es war nicht so super chillig. Aber kommt dann noch was? Wow, wo ist die Tasche von dem zweiten Deathwurm? Ach, hier, oder? Ist sie das? What?
Warum? Das ist ja mal der größte Scam überhaupt. Warum gibt der nix? Irgendwie haben die beide komplette Grütze gegeben. Aber, wisst ihr, was wir jetzt haben? Wir haben alles, um unseren Prime Manticore zu machen, wenn ich das richtig verstehe. Von daher, nächste Folge geht's los, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Guckt gerne beim Zweikanal vorbei, wenn ihr wollt. Vor allem, wenn ihr eine Drohne haben wollt, dann könnt ihr auch noch einen Namen in die Kommentare schreiben. So, jetzt habe ich alles wieder gesagt. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und tschüssi. Oh mein Gott, dieser Emote, ich hab's vergessen.